Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, warum soll es eigentlich eine weitere multilaterale Finanzinstitution geben? Die Initiative zur Gründung dieser asiatischen Infrastrukturinvestitionsbank, Sie sehen, Herr Kollege, es geht auch auf Deutsch relativ unfallfrei, geht von China aus. Die Chinesen haben beim Internationalen Währungsfonds, also beim IWF und bei der Weltbank keine angemessene Vertretung in den Gremien dieser Institution, jedenfalls keine angemessene Vertretung bezogen auf ihre Wirtschaftskraft. Der Westen dominiert diese Institutionen. Den IWF leitet stets ein Europäer, die Weltbank ein US-Amerikaner. Es hat nun viele Vorschläge gegeben, diese Institutionen zu verändern, auf die Kritik der aufstrebenden Schwellenländer, die diese Kritik geübt haben, die mehr Vertretung haben wollen, einzugehen. Eine Stimmrechtsreform der Institutionen ist vor einiger Zeit bereits beschlossen worden. Sie wird aber nach wie vor vom US-Kongress blockiert. Und dann gab es die Reaktion der Chinesen, und diese Reaktion besteht im Aufbau alternativer Systeme. Und der wichtigste Teil dieses alternativen Systems ist der Aufbau dieser AIIB mit einem Kapital von 100 Milliarden Dollar. Damit, und das begrüßen wir, wird China ein wichtiger Partner in der globalen Finanzarchitektur. Nächste Frage: Warum sollte sich Deutschland an dieser asiatischen Infrastrukturinvestitionsbank beteiligen? Es steht außer Zweifel, dass es den Bedarf für Investitionen in die Infrastruktur in Asien gibt. Der Kollege Murmann hat eben ein paar gute Beispiele genannt. Dies wird durch die vorhandenen internationalen Organisationen wie die Weltbank aber nur teilweise abgedeckt. Der Förderschwerpunkt der neuen Bank liegt auf öffentlichen und privaten Investitionen in den Bereichen Energie, Verkehr, Telekommunikation, ländliche Infrastruktur, Stadtentwicklung und Logistik. Der asiatische Raum ist der am schnellsten wachsende Wirtschaftsraum der Welt. Für die deutsche Wirtschaft ergeben sich daraus interessante und lukrative Beteiligungsmöglichkeiten. Wir unterstützen deshalb den Vorschlag der Bundesregierung einer deutschen Beteiligung an der AIIB von 4,5%. Neben Deutschland wollen sich vier weitere europäische Länder beteiligen. Größter Anteilseigner wird China mit knapp 30%. Insgesamt haben bisher über 30 Staaten ihre Bereitschaft signalisiert, sich an dieser multilateralen Finanzinstitution zu beteiligen. Sie soll ihre Arbeit mit Beginn des neuen Jahres aufnehmen. Die Verhandlungen über ein entsprechendes Statut sollen bis dahin abgeschlossen sein. Derzeit verhandeln die Beitrittskandidaten in mehreren Verhandlungsrunden, unter anderem über Umwelt-, Sozial-, Menschenrechts- und Governance-Standards. Wir fordern deshalb, dass sich Deutschland in den Verhandlungen für höchstmögliche Standards einsetzt. Bei den Beratungen im Finanzausschuss haben sich die Fraktionen von CDU, CSU, SPD und Bündnis 90, die Grünen und die Linken haben sich dem angeschlossen, auf eine gemeinsame Protokollerklärung verständigt. Dort fordern wir unter anderem die Bundesregierung auf, bei den weiteren Verhandlungen über die Standards hohe Umwelt-, Sozial-, Menschenrechts- und Governance-Standards wie mindestens die der Weltbank einzufordern. Dazu zählt auch der Ausschluss von Investitionen in Atom- und Kohlekraftwerke. Wir fordern die entsprechenden Rechenschafts- und Transparenzpflichten. Der Kampf gegen Korruption ist dabei besonders wichtig. Wir werden allerdings nur dann eine Chance haben, diese Forderungen in den Verhandlungen auch durchzusetzen, wenn Deutschland vollumfängliches Mitglied wird. Nur dann können wir auch in den Verhandlungen entsprechend auftreten. Wir lehnen deshalb die Forderungen einzelner NGOs ab, den Gesetzgebungsprozess aufzuschieben, bis die Verhandlungen abgeschlossen sind. Die Realisierung einer solchen Forderung
würde den Einfluss Deutschlands auf den Verhandlungsprozess minimieren. Das wäre insgesamt kontraproduktiv. Sehr schön, dass auch die Fraktion Die Linke im Finanzausschuss diesem Gesetzentwurf zugestimmt hat. Im Haushaltsausschuss habt ihr euch enthalten. Hier habt ihr euch auch enthalten. Nun gut, wie nennt man das, wenn man gleichzeitig nach links und nach rechts abbiegen will, aber auch die mittlere Spur? Das ist ein bisschen chaotisch. Also der Eindruck, den die Opposition hier hinterlässt, ist im Moment etwas schwierig. Und das gilt für die Opposition insgesamt, auch für das Verhalten der Bündnisgrünen. Denn schließlich ist diese Erklärung mit den Bündnisgrünen abgestimmt worden. Und wenn man eine solche gemeinsame Erklärung mitträgt, sich danach zu enthalten, das ist wirklich ein bisschen schwierig. Ich denke, auch als Opposition muss man in der Lage sein, Verantwortung zu übernehmen. Wer sich erst beteiligt und dann doch dagegen ist, der macht sich letztendlich politisch überflüssig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erwarten nun, dass die Verhandlungen zeitgemäße Umwelt- und Sozialstandards, Transparenz und Rechenschaftslegung sicherstellen. Diese Bank soll letztendlich Projekte durchführen, die Armut bekämpfen und damit besonders den Ländern dient, die weniger entwickelt sind. Herr Kollege Murmann, und dann halte ich Ihre Hypothese, dass wir dann auch die Menschen dort vor Ort halten können, für gar nicht so falsch. Deswegen bitten wir, diesem Antrag zuzustimmen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Zum Ende dieser Debatte spricht der Kollege Dr. Thomas Gammke für Bündnis 90 Die Grünen.